Das Thomas-Evangelium. Dies sind die verborgenen Worte, die der lebendige Jesus sagte und die der Zwilling Judas Thomas aufschrieb. Wer die Deutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken. Auf welche Speisen sollen wir Acht geben? Und in welcher Weise sollen wir beten und Almosen geben? Wie sollen wir Spenden geben? Lügt nicht und tut nicht das, was ihr hasst. Denn alles ist enthüllt vor dem Angesicht der Wahrheit. Denn es gibt nichts Verborgenes, was nicht offenbar werden wird. Und es gibt nichts Verhülltes, das ohne Enthüllung bleiben wird. Wann wird die Auferstehung der Toten geschehen? Und wann wird die neue Welt kommen? Die Auferstehung, die ihr erwartet, ist schon gekommen, aber ihr erkennt sie nicht. Vierundzwanzig Propheten haben in Israel gesprochen und alle haben durch dich gesprochen. Ihr habt den Lebendigen von euch gestoßen und habt angefangen, von den Toten zu sprechen. Wenn ihr fastet, werdet ihr gegen euch eine Sünde begehen. Und wenn ihr betet, werdet ihr verurteilt werden. Und wenn ihr Almosen gebt, werdet ihr Schlechtes gegen euren Geist tun. Und wenn ihr in irgendein Land geht und wandert von Ort zu Ort und sie euch aufnehmen werden, dann esst das, was man euch vorsetzt. Die Kranken unter ihnen heilt. Denn was in eurem Mund hineingehen wird, wird euch nicht unrein machen. Vielmehr, das, was aus eurem Mund herauskommt, das ist es, was euch unrein machen wird. Vielleicht denken die Menschen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Welt zu werfen. Doch sie wissen nicht, dass ich gekommen bin, Streit auf die Erde zu werfen, Feuer, Schwert, Krieg. Es werden nämlich 5 in einem Hause sein. Es werden 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Und sie werden für sich alleine da stehen. Ich werde euch das geben, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keine Hand berührt hat. Und was in keines Menschen Herz gekommen ist.